Ding. Ein. So. So. Das Ding sollte jetzt autark sein. Es wird instant zerstört, sobald irgendwas in die Nähe kommt, aber... Das bringt absolut nichts. Aber war mir irgendwie danach, das zu bauen. So. Baum weg. Das ist viel zu viel. Ah, Spitzhack ist wieder kaputt. Bau. Und da muss auch unbedingt mehr hin. Also in den Mods wurde es schon eingefügt, wie allgemein recht viel in Mods eingefügt wurde, was die Spieler sich so wünschen. So ein Mining Drill. Weil es kann nicht sein, dass das hochtechnologischste, was man ist, eine Spitzhacke aus Stahl ist. Ne? Müsste man eigentlich einen Mining Laser haben oder so, à la Minecraft Ticket. Gut, das haben wir jetzt mal gebaut. Ob sinnvoll oder nicht, ist dahergestellt. War mir einfach nach jetzt runter zum Öl. 6, 7 Mauern werden gleichzeitig beschädigt. Stopp. Wo? Da unten. Da sind gar keine... Fünf Türme schießen. Ah, das ist nicht gut. Okay. Wieder nach Hause. Lasertürme bauen. Die Ecke... verstärken. Zu Ende? Ja, trotzdem. Trotzdem nach Hause, das wird so nichts. Warum ladet ihr euch nicht auf? So wahrscheinlich noch nicht hell genug. Okay. Untere linke Ecke der Basis verstärken, dann wieder nach Öl 1. Öl zukünftig 2. Hier irgendwo war das. Ja, hier. Laser, Laser, Laser. Laser, Laser, Laser. Laser. Das wurde schon alles ersetzt, huh? Ja, okay. Laser, Laser, Laser. Laser, Laser. Mehr Laser. Hier muss leider ein Durchgang sein für die Züge. Das heißt, mit Schutz ist da nicht so wirklich viel. Nö, können wir nicht schützen. Aber ich hoffe mal, die Anzahl an Viechern, an Türmen sorgt dafür, dass die Viecher hier nicht einfach so durchlaufen und dann unsere Ölversorgung hier zerstören oder so. Das wäre doof. Apropos Ölversorgung, läuft hier alles so, wie es laufen soll? Es sind 20 Fässer vorhanden. Es kommt tierisch langsam Öl rein. Und es wird dann hierher gebracht. Okay, ja, läuft so, wie es soll. Gut. Jetzt runter zu zukünftig Öl 2. Mann, 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 Mann. Und die Schienen da runter zu bringen, wird auch noch Spaß. Ist ja doch eine ganz schöne Ecke. Ja. Und die ganzen Basen sind im Weg, ne? Die, die wir umgangen sind, die müssen auch noch weg. Doof, doof, doof. Wir kriegen wie gar keinen Strom. Das Ding scheint alles aufzufuttern, was die drei produzieren. Schade. Okay. Muss ich nächstes Mal anders bauen. Das heißt... Also wir könnten hier einen Schwung machen, da einen Schwung machen. Hinten rum durchs Auge. Aber nee, das wird nichts. Dann werden die alle regelmäßig Patrouillen schicken und das da zerlöchern. Wir müssen hier alles töten. Das... Müssen wir jetzt 6 Folgen lang durchgehend Basen zerstören, nur um an Öl ranzukommen? Also ich bin stark versucht beim unseren nächsten Anlauf mit den ganzen Mods, dass wir die Ressourcen am Anfang anders einstellen. Also man kann es so einstellen, dass Sachen häufiger vorkommen oder dass mehr drin ist. Häufiger vorkommen wäre ein bisschen unfair.
Weil dann hättest du halt 30 Ölfällchen, alle mit 0,1 Ticken und das ist sehr überpowered. Aber so ein kleines bisschen den Inhalt der Ölfelder zumindest erhöhen, dass sie einen Ticken länger halten, das wäre ein Anfang. So, du musst weg. So. Ich kill jetzt nur die Spawner. Und die Viecher ziehe ich dann alle hoch wieder zum Kupferding. Das hat ja doch ganz gut geklappt. Muss noch den Schild aufpassen. Hui. Und die Würmer, dass sie einfach stehen. Die sind ja schnurzegal. Die da alle. Die werden nicht an den Zug rangekrochen kommen und da irgendwie Schaden verursachen. So, die Basis hier. Kurz warten, Batterie aufladen lassen. Kurz warten, ist gut, der Schwarm kommt. Lauf, 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 lauf. Kleinkram rausschießen. Ah, du Wald, weg, Wald, weg, 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 weg. So, Spawner. Okay. Die Artefakte von den nicht mehr vorhandenen Gegnern durch neue Artefakte von neuen Gegnern ersetzen. So, Spawner. Sehr gut. Die Basis ist kaputt, sie weiß es nur noch nicht. Und hier unten dieser riesen Powerblock. Oh, sind das viele Alien-Artefakte. Ja, sehr geil. Ich nehme nur ein paar mit, wo wir gerade mal hier sind. So. Ja. Da mache ich gleich noch einen Schweif. Ich hätte mal Granaten kaufen sollen, herstellen sollen. Kann ich gleich beim Weglaufen eventuell. Also die machen nicht viel Schaden, aber wenn ich das durchgehend in so einen Schwarm rein spamme, müsste das sich summieren. Oh. Deren Körper bilden einen Schutz, weil er sich die Spawner nicht mehr angreifen kann. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt aber. Okay, Spawner kaputt. Weiter im Text. Ah, hier sind auch wieder so viele. Daka, 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 daka. Die Hälfte steht rum und macht nichts. Boah, ist das viel Zeug. Es ist schade, dass man damit nichts anderes anfangen kann. Also das irgendwie zerlegen. Das wäre auch noch richtig schön. Also, dass man alles in seine elementaren Grundstoffe zerlegen kann und mit den Grundstoffen dann arbeiten und wirklich Fusion betreiben. Also, boah, ich brauche gerade Helium. Gib mir mal 2 Wasserstoffatome. Ja? Und dann, das wäre cool. Achso, ich wollte ja zum Kupferding locken. Angriff auf Mauern. 18 Türme schießen. Das klingt sehr gut. Auf dem Rückweg nochmal irgendwo durch. Komm, machen wir auf dem Rückweg mal hier noch ein paar Spawner kaputt. Ding. Und ich darf jetzt nicht sterben. Fällt mir gerade auf. Sonst müsste ich 56 Minuten Aliens töten wiederholen. Was nicht so schön wäre. Aber das scheint hier ganz gut zu klappen soweit. Einfach hochlaufen. Nicht zur Hauptbasis. Karte. Ja, einfach jetzt gerade hoch. Und guck mal. 5 Granaten kannst du bauen. Wow. Defender-Kapsel, Slowdown-Kapsel, Poison-Kapsel. Bau mal eine Poison-Kapsel und guck mal, was für einen Flächenschaden die macht. Und das kleine Vieh kannst du hier wegdacken. Das kommt gar nicht ran.
Poison-Kapsel. Holen wir mal ein bisschen mehr auf einmal. Kommt alle her, kommt alle her. Ich brauche mehr Testsubjekte. Wusch. Ach, okay. Das scheint gut zu sein. Macht nur fast keinen Schaden. Seid ihr jetzt alle vergiftet? Ne, die regenerieren sich eher, als dass sie Schaden nehmen. Die ist gerade von gelb auf grün gesprungen. Yeah. Also die Idee ist schön mit der Poison-Kapsel, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Na gut, hoch zum Dingens von uns. Was hätten wir noch? Flammenwerfer. Stimmt. Machte auch nicht so viel Schaden, aber so einer großen Masse wäre es eine Idee. Das heißt, wir könnten, nachdem wir den Trupp jetzt gleich gekillt haben, da, den Flammenwerfer auspacken. Der müsste in irgendeiner Kiste noch rumliegen. In meiner Aussortierkiste. Also da mal ein bisschen rumprobieren. Ich erhoffe mir nicht so viel davon. Also bei weitem nicht so viel Schaden machen wie die Schrotflinte. Aber zur Abwechslung mal, ne? Das hört sich so falsch an. Also ewig irgendwelche denkenden Wesen in der Schrotflinte erschießen ist voll langweilig. Lass mal endlich den Flammenwerfer benutzen. Nur mal so zur Abwechslung. Ach Gott. Spiele sind doch gewaltverherrlichend. Ich sehe es ein. Kamen die Viecher jetzt noch oder habe ich sie voll abgeschüttelt? Grün. Ah, da unten blinkt was. Bogey incoming. Bogey zerstört. Bogey incoming. Ah, jetzt kommen die alle einzeln. Ja, gut. Da haben sogar nur zwei geschossen. Dem Rest war das zu blöd. Nö, für so einen kleinen Kram schieße ich nicht. Das darf Bernd machen. Okay. Also während die hier rumtackern, überlege ich mal, was man... Ah, da kommen mehr. Davon können wir zwei neue bauen. Munition brauche ich nicht. Ich baue mal davon welche. Einfach nur, damit das da ausgelastet ist. Und die brauchen wir später eh. Was, wenn ich jetzt dahinter gehe? Dann versuchen sie auch durchzukommen. Also, sie sind wirklich auf mich stinkig. Ein paar greifen Mauern an. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also, gutes Zeichen für die KI. Komm. Aber so ist es echt Pipifax. Wenn die immer so tröpfchenweise hier reinkommen. Oh, Zug. Naja, zu spät. Oh. Okay. Vor allem weiß ich nie, wann es zu Ende ist. Vielleicht haben wir noch einen halben Schwarm jetzt irgendwo in einem Wald abgehängt. Und irgendwann im ungünstigsten Moment fällt der KI ein, oh, ich musste ja noch einen Spieler verfolgen. Und dann kommen die zu uns. Das wäre auch nicht schön. So, ganz viel Sapsche. Es kommt immer noch Zeug. 31 Türme schießen. Sehr schön. Und dazu kommt zurück. Splatter. Okay, hat nur 4-5 erwischt, aber trotzdem schick. Was wolltest du da hinten?